Monsieur Norman Menzel war so frei und hat seine Spezialschleuder eigentlich mal nachgebaut. 3D-Druck, fein gemacht. Vor allen Dingen die Arme, vor allem diese langen Ärmchen, die sind so gebaut, dass wenn man daran zieht, die sich zurückbiegen. Gibt das eine zusätzliche Federkraft? Beschleunigt das? Beschleunigt das die Kugel noch zusätzlich? Man sieht sie schleudern immer wieder mit Federgabeln und sonstiges. Blenden wir ein. Also das Teil nochmal, 3D-Druck, selber konstruiert. Mein Gott, ich hätte mich damit mehr beschäftigen müssen hin und her. Ich habe es irgendwie versäumt. Die Arme austauschbar, dass man hier einfache kleine Clips dran machen kann. Da sind, die dann einfach da sind, dass man die Gummis da reinmachen kann. Die hier schön mit Topslots. Und es ist ja eigentlich, wenn man genau hinguckt, jetzt eine TTF-Variante, also seitlich festgemacht. Daher hat es ja was. Bevor wir jetzt Krolli schnell aufbauen, ich habe jetzt gedacht, boah, mit dem Griff oder ähnliches, aber er liegt eigentlich hier schön in der Hand und mit dem Loch, ja, man kann den Finger nicht reinstecken, aber man kann den Zeigefinger da, also hier Thumb Support, da abstützen und den Zeigefinger hier ein Stückchen reinmachen. Ist eigentlich daher ganz angenehm. Und ihr seht, die Arme gehen richtig zurück. Aber bringt das was? Oh, eins jetzt. So, was dieses kleine Kerlchen eigentlich mit seiner Schleuder so kann. Piep, piep, Kronis an. 8 mm Kugel. Momentan nicht so das ideale Wetterchen dafür. Ich mache jetzt mal 3-4 Schuss mit diesen Federteilen und dann bauen wir die um auf Nicht-Federteile. Nicht-Federteile. Wie gesagt, er hat mir noch so kleine Clips, also 3D-Druck. Ist zwar ein bisschen seelenlos, aber man kann damit schon etliche schöne Sachen mitmachen. Ich hoffe, dass das Handy die Kroni-Werte aufnehmen kann. Ist mit dem Display der Kack. Ankerpunkt. Erstmal, ja, hier Knochen und dann ziehen wir mal so weit, wie es mit dem Band geht. Ich kann es bis dahin ziehen. Hey. 49 Meter die Sekunde. So, was ich ziehen würde. 51 Meter die Sekunde. Ihr seht überall Schnee und dieser Schneeeinbruch im April. Voll Kack. Verändert die Werte wahnsinnig. Nochmal 51 Meter die Sekunde. Ziehen wir mal so weit wie es geht und dann baue ich das Ding mal um. Bringen diese Federn da irgendetwas? Wie gesagt, man sieht sie ja immer wieder an anderen Schleudern. Hier haben wir so ein bisschen eigenen Nachbau. 68,5. Ich will jetzt nicht ganz so viel damit ballern, weil ich Angst habe, dass mir das Band kaputt geht und dann kann ich den ganzen Scheiß nochmal neu machen. Also was für ein Unterschied zwischen gleich loslassen und 3 Sekunden halten und lösen. Ich mache jetzt mal die anderen Clips drauf und dann sehen wir weiter. So, der Kollege mal weg. Mit dem Clips hat er ja eigentlich richtig schön durchgedacht. Also Schrauben. Hier versenkt die Muttern. Drehen wir sie mal raus. Ja, ist ein bisschen lang. Ja, da sind die Muttern versenkt. Und dann kann man einfach hingehen und kann den Clips hier mit der Kerbe da reinmachen und festmachen und dann das Latex da dran
muss ich den wieder umstellen. Dann das Latex dran einsparen. Das machen wir jetzt mal. Hat wohl noch keinen Namen. Fragezeichen. Also hier die Mutter. In die Vertiefung rein. Sichern. Den Clip mit der Aussparung da drauf. Schräubchen schon mal ein bisschen rein. Dass man dann hier das Latex festklemmen kann. So, und jetzt noch das letzte Band. Also hier rein. Seite. Da rein. Zu. Ein bisschen ausrichten. Zu, damit es da schön gehalten. Man kann das. Schön schnell festschrauben. So, also dabei hat Monsieur Menzel richtig was dabei gedacht. Hier liegen jetzt bloß so viele rum. Schauen wir mal, wir hatten, jetzt habe ich sie durcheinander gebracht, die Federteile jetzt hier drauf. Weil die haben da so einen richtig Federeffekt. Es lagen noch dabei viel dickere. Aber die sind, halt extrem zum Biegen. Also ich glaube, der Test mit den Dingern reicht. Highspeed-Aufnahme davon machen wir noch. So, jetzt haben wir das ganze Ding mal ein bisschen kleiner gemacht. Also vier Bänder ist schon ganz schön Wickelwirrwarr. Kleiner, handlicher, mehr so wie der Usopo, ach, weiß der Geier, wie der kleine Typ hier heißt. Wieder 8 mm, gucken wir mal. Wir hatten jetzt nicht die Highspeed-Werte hier. Ging ja auch bei den Bändern gar nicht darum, sondern es geht darum, ist das mit dieser zusätzlichen Feder hier, macht das mehr aus. Also wir hatten mit dem kurzen Auszug und bisschen halten, 2-3 Sekunden, ca. 50 Meter die Sekunde, plus minus. Beim vollen Auszug, sobald ich es ziehen konnte, beim Gleichlösen 70. Schauen wir uns an, was er sagt. Das war jetzt eigentlich sogar ein bisschen schneller. Liegt das darum, dass es jetzt ein Grad wärmer geworden ist, oder? Grob gesagt. Gleichen Werte. Ziehen wir mal weiter. Weiter und gleich lösen. Da müssen wir uns doch noch mal am Highspeed angucken, ob das wirklich was bringt, wann die Dinger sich verformen. Also da ist kein Unterschied gegenüber dem davor. So, schauen wir uns mal in Slow-Mo an. Also hier die Clips selber. Klar bewegt sich das Latex nach vorne. So nichts. Gucken wir mal vom weiter weg. Meine Kamera, die berechnet Zwischensequenzen. Deswegen sind da manchmal keine Latex-Dinger durch. Interessant ist jetzt halt der Unterschied von diesem Wurfarm, diese Federteile da außen. Bewegt sich das Latex schneller wie die Arme? Hier haben wir, man sieht, die sind richtig nach hinten gespannt. Wenn jetzt das Latex loslässt, bis hierhin beschleunigt der eigentlich bloß die Kugel. Danach hat das Latex gar keinen Wumms mehr, um zu beschleunigen. Aber ab da gehen die trägen Arme erst nach vorne. Also fängt diese Federclips-Wirkung eigentlich erst an. Da ist das Latex schon lange zusammengezogen. Deswegen ist da keine nennenswerte oder überhaupt gar keine Beschleunigung von so Schleuderzwillen.
also zusätzliche Feder zu willen. So, ich habe jetzt mal die ganz dicken Ärmchen drauf gemacht. Mit dem Topslot. Ich falte das einmal. Mache die hier in den Schlitz dann rein. Schwupps, drin. Und jetzt wird es hier einmal mit den Fingern gedreht. Losgelassen und dann halten die. Ja, schauen wir uns erstmal an. Man sieht hier vorne, die Starken, die bewegen sich kaum nach hinten. Also deswegen da eigentlich kein Unterschied. Wenn man genauer hinguckt, das Latex geht da und jetzt bewegen sich erst die Ärmchen. So, ich habe jetzt mal die ganz dicken Ärmchen drauf gemacht, da wo kaum Bewegung drin sein wird. Nur um zu gucken, ob es das ist. So, ich habe gerade eben mit Norman Menzel nochmal geschrieben, was machen wir mit dem Ding danach? Haben uns darauf geeinigt, dass wir dann sagen, wir geben sie weiter, aber nicht einfach so, sondern gucken hier. Eine Verlosung, 10 Lose, a 5 Euro, sind 50 Euro und die halt dann irgendwo hinspenden. Wo muss ich noch überlegen? Der sie bekommt, der bezahlt dann halt auch noch den Versand. So, Honig ein. Ich spare mir das mit der Kamera davor, weil kann man eh kaum lesen. Das ist ein Nachteil von diesem Honig. Vorteil ist mit diesem Lichtbogen da oben. Das ist zuverlässiger. Mit diesen Infrarot-LED-Lichtern hier. Ich hatte es vorher schon mal mit dem anderen getestet und da hatte ich keine so guten Ergebnisse. Also mit diesen großen Armen, die sich da kaum bewegen. Also wer dieses Usiopo, Lusiopo, ach, weiß der Geier, wie der Typ hier heißt, teilhaben will. Wir machen eine Losung. Wer es sicher haben will, 66, der kann halt alle 10 kaufen, 50 Euro, plus Versand, dann geht das Teil komplett an euch. Mal einfach ziehen, so weit wie es geht. 74,8. War jetzt ein bisschen mehr gezogen wie vorhin. Bin etwas mutiger mit dem Teil. 3D-Druck. Ihr seht, 3D-Druck, selbst mit solchen Ärmchen da oder sowas, es hält. Bloß wenn man einen Gabeltreffer bekommt oder sowas, ist manchmal nicht so schön. Ein anderer Norm, dem habe ich vor Jahren mal 3D-Druck gemacht. Der hatte mittlerweile schon mehrere Gabeltreffer. Wir reden dann von Pommern. Die haben wir geklebt. Mit UV-Härten im Kleber und daher war es kein Problem. 65,1. Ja, das war es, die Folge mit dieser Usiopo. Leute, wie gesagt, wir machen eine Auslosung, 10 Lose. Weiß noch nicht wie, ob ich am besten schreibt die YouTube-Kommentare, weil Facebook haben die YouTube-Heinis wieder nicht und so können wir sagen, okay, komm. Die ersten 10 Leute oder so, was die da drunter schreiben, hin und her, die wollen's. Ich schreibe in der Beschreibung, wohin das Geld überweisen. Und dann könnt ihr das Teil ja damit mit Zielkerbe. Ja, es ist halt dadurch dann bloß für die linke Hand. Für die rechte Hand so dann nicht. Müsste man sie so rumhalten, aber für so rum ist es nicht gebaut mit den Aussparungen. Ich finde es ein witziges Teil. Es hat gezeigt, diese Federdinger bringen eigentlich nichts, Highspeed-Aufnahmen, weil das Latex sich schneller zusammenzieht, nicht so träge ist wie diese Federteile. Und so ist es auch mit diesen chinesischen Gabeln, die man da sieht oder sowas, wenn es da steht, oh, besonders Highspeed. Lasst es. Nein. Macht lieber ein richtiges schönes Latex. Auf euch abgestimmt. Das ist jetzt hier nicht besonders verjüngt oder so, deswegen nicht die besonders Highspeed-Werte. Weiß jetzt nicht, was es ist. BSP Gelb nehme ich an. Schon wieder viel zu lang. Macht's gut. So, und hier die Slow-Mo-Aufnahme mit den anderen, mit den dünneren. Die haben sich richtig nach hinten bewegt. War jetzt ein bisschen schnell und doof. Mal vom anderen.
Und man sieht aber hier auch, das Latex ist eigentlich schon fast vorne. Die Kugel wird nicht mal beschleunigt. Dann erst bewegen sich die Ärmchen. Deswegen bringen die mechanischen Federn nichts, weil die einfach zu langsam sind, zu träge sind. Hier jetzt als Vergleich die Dreckenclips gewesen. Und hier auch nochmal. Ich glaube, das dürfte klar sein.